Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel 7 Days to Die. Ja, richtig gehört, Staffel 2. Die erste Staffel wurde ja leider unterbrochen, da das Safe Game nicht mehr ladbar war. Das hatte damit zu tun, dass es gab ein Update auf 10.4, das haben wir auch hier jetzt, 10.4. Ich habe ja gesagt, mit 10.5 mache ich eine neue Staffel. Aber wie sich herausgestellt hatte, war diese Nachricht von 10.5 wohl ziemlich veraltet, die ich da gelesen habe. Und 10.4 ist jetzt aktuell. Wir haben immer noch für mich vor Weihnachten und ich habe noch gerade ein bisschen Zeit und deswegen habe ich gedacht, beginne ich mal mit der zweiten Staffel und das mache ich jetzt mit euch zusammen. Also wie gesagt, die ganzen Safe Games von 10.2, das war ja ein 10.2 Safe Game, das ging echt nicht mehr zu laden, das habt ihr ja gesehen. 10.3 ging noch. Das habt ihr auch gesehen, das war dann das zweite Spiel, was ich dann hinterher noch 4 Episoden gemacht habe. Da gab es dann aber Fehler und Bugs mit den Kisten und so. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt mal komplett neu. Und immer wenn ich jetzt eine komplett neue Welt starte, dann möchte ich auch eine komplett neue Staffel machen, weil ich meine, ne, so eine Staffel ist halt zu Ende, wenn die aktuelle Welt zu Ende ist. Für mein Empfinden. So, deswegen gehen wir jetzt mal hier rein. New Game. Nein, das ist, wollen wir nicht. Was ist das? Das ist mein Multiplayer-Server. Wir machen jetzt nicht Multiplayer, sondern Singleplayer wieder. Und dann nennen wir das wieder Let's Play. Ich hoffe, ich habe das beim letzten Mal auch so geschrieben. Season 2. So. Random Generator und dann passen wir mal die Sachen ein bisschen an. Wir machen es diesmal ein bisschen schwerer, habe ich gesagt. Also aktuell habe ich auf meinem Server Warrior, das ist schon recht anspruchsvoll. Deswegen lasse ich das auch mal so. Wenn es dann noch zu einfach ist, können wir in der dritten Staffel immer noch höher gehen. Nacht lasse ich immer noch auf 35%, das ist okay. Okay. Ja, das hat jetzt für einen Singleplayer, glaube ich, nichts zu tun. First Instance Profil. Tageszyklus machen wir mal auf 60 Minuten. Das heißt, der Tag ist ein bisschen länger, aber dafür die Nacht dann natürlich auch dementsprechend. Das heißt, wir werden wahrscheinlich zwei Tagfolgen, eine Nachtfolge haben immer. So im Wechsel. Blöcke 100%, Loot 100%, Loot Respawn. Das habe ich jetzt mal gedacht, machen wir mal aus. Na, also die Welt, ich meine in der Singleplayer-Welt, da muss der Loot nicht respawnen. Wenn da nichts mehr ist, dann geht man zur nächsten Stadt und wartet nicht, bis wieder respawn ist. Das ist Quatsch. So, Enemy Memory 30 Sekunden, ja, das ist etwas weniger als normal. Enemy Spawning Medium kann so bleiben, Craft Timer. Machen wir fürs Let's Play mal ein bisschen schneller. Ganz aus wäre Quatsch, das ist irgendwie unrealistisch, ist blöd. Loot Timer. Kann normal bleiben. Airdrops jeden Tag. Ja, jeden Tag. Und Cheats natürlich aus. Okay, dann können wir das Ganze mal starten. So. Dauert jetzt 2-3 Sekunden und dann funktioniert das. Na? Und jetzt kommt schon. Ja. Oh, da ist er. Und wir starten in der Wüste. Da baut sich so langsam die Landschaft auf. Wir sind in der Wüste. Ich habe gesagt, ich wollte in der Savanne wollte ich was bauen. Und deswegen werde ich jetzt auch. Ja, ist es denn wahr? Scheiße, die sehen mich schon. Hilfe. So, ein bisschen Gras. Stock. Und ein Stein. So. Steine verarbeiten. Gras verarbeiten. Bisschen weglaufen. Was haben wir da für ein Biom? Das sieht aus wie irgendwas anderes. So, das kommt dahin, der Stein dahin. Oh, warte mal, das hat nicht so funktioniert.
Nein, nicht Escape. Uah, doch. So, Kollege. Dann braucht er nämlich jetzt schon drei Schläge auf den Kopf, nicht zwei. Nichts dabei. Direkt eine Horde am Spawn, das ist ja lustig. Au! Da gibt's für mich eine Kelle oder was? Bitch. Ich muss mir unbedingt sofort eine Armbrust bauen. Das heißt, ich. Oh, das ist schon mal gut. Na, keine Eier drin. Federn. Eier auch nicht, aber mir kommt es hauptsächlich auf Federn an. Bin jetzt auf jeden Fall unentdeckt. Warum sammle ich Gras? Ich sammle Gras, weil, keine Ahnung, ich brauche kein Gras. Ich brauche Stöcker. So. Holz kann man auch mitnehmen. Können wir auch Stöcker rausmachen. Und hier so ein paar Aloe-Pflanzen für ein paar Bandagen. Naja, in der Wüste zu starten ist gar nicht mal so schlecht, weil das ist zwar ein Biom, wo man sagt, oh, Wüste, 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 in der Wüste überleben, aber hier kann man eher überleben manchmal als in, ja, in jedem anderen Gebiet. Denn zur Not kann man hier so ein paar Kakteen kaputt hauen und kann das essen. Da kann man hier schon mal eher überleben als, ja, sag mal, im Wald, ne? So, jetzt habe ich aber genug, glaube ich. Irgendwie so, meine ich. Und dann Scheiße. Ja. Muss noch was verarbeiten. Knochen kann erstmal weg. Ich weiß gar nicht, wo ich den schon wieder aufgesammelt habe. Ist mir gar nicht bewusst geworden. So, jetzt aber. Da haben wir die Armbrust. Wasser nach hinten, das nach hinten, das nach hinten. Short Iron Pipe haben wir auch schon. Brauche ich nur wieder erstmal ein Buch, natürlich. Ein kleines Büchlein. So, jetzt muss ich ganz viele Steine sammeln und natürlich Federn. Ach, erstmal die ganzen Rezepte wieder lernen hier. So, da hinten haben wir schon mal ein Biom, das gefällt mir nicht. Das ist nämlich Stadt, würde ich sagen. Stadt, Land, Fluss. Erstmal alles mitnehmen hier. Hier können wir schon mal ein bisschen Kaktus hacken. Für den Fall der Fälle. Ein ganz schön stabiles Teil hier. Haben wir nämlich Yucca. Ein Hoppelhäschen. Ja, das ist Stadtgebiet. Da möchte ich nicht hin. Oh, Zombie. Guten Tag. Scheiße. Das ist nicht gut. Oh. Das ist nicht gut. Das ist ja ein Spider-Zombie gewesen. Scheiße, die kommen nämlich jetzt auch am Tage. Und ich glaube, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wenn dann nämlich schon. Da hinten kommen sie. Die Horde. Ja, ich gehe dann einfach mal weg. Tschüss. Wenn ich Pech habe, ist da nämlich so ein blöder Köter bei. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Das muss nicht sein. So, jetzt habe ich, mein Plan ist jetzt am Fluss lang zu laufen.
Und dann zu gucken, ja, was wir drumherum noch so für Biome haben. Das Biom hier jetzt so mehr suboptimal. Ich hoffe ja, dass drumherum irgendwo Savanne ist. Sonst muss ich dem noch mal ins nächste Biom. Okay, hab mich gesehen. Lass die Hand unten. Lass die Hand unten auf. So, noch einer. Er kriegt doch schon wieder irgendwas. Nicht da, ich bin nicht da. Mann, das ist ein Sturm draußen, ey. Hammerhart. Der peitscht hier gegen das Fenster. So, leck's mir doch am Arsch. Vorsicht, Kaktus. Holz habe ich schon einiges dabei. Jetzt fehlen mir nur Federn, würde ich sagen. Federn habe ich nämlich noch keine. Itch. Was ist denn hier los, Mensch? Ja, schon wieder so eine komische, da ist er. Eine Biene. Biene Maya Deluxe hier. Zwei Dosen. Damit sollten wir zumindest schon mal nicht verdursten. Im Notfall. Schöner wäre natürlich jetzt erstmal ja, ein Kochtopf. Und vernünftige Gläser. Na gut, zwei habe ich ja. Ist doch schon wieder irgendwo hier, ist doch die. Wo ist sie denn? Auch unbedingt Federn. Hier liegt aber Holz rum. Holla die Waldfee, du. Das Tolle ist an dem Holz, das brauche ich ja erstmal gar nicht, brauche ich gar nicht den Baum fällen, dann kann ich ja so aufheben. Gibt zwar ein bisschen weniger als so ein Klotz vom Baum, aber so viel wie hier rumliegt. Habe ich auf jeden Fall schon mal eine Menge Sticks. Oder sonst was. Nee, nicht in den Kaktus laufen. Deine brauche ich auch. Da ist Wald. Was könnte ich denn jetzt aus dem Wald gebrauchen? Ich glaube, da gibt es besser Federn. Gehe ich mal im Waldgebiet lang. Warum habe ich jetzt auf den Stamm geschlagen? Ich weiß auch nicht. Oder ich gehe mal da in das Waldgebiet bis zur nächsten Straße. Dann gehe ich die Straße entlang, suche einen, boah, eine Stadt. In der Stadt suche ich ein Buch für die Schmiede und dann komme ich wieder zurück. Und so, laufe weiter hier am Ufer lang. So, hier ist das Gebiet so ein bisschen grün in der Wüste. Ja gut, dann gehe ich mal rüber. Auf die andere Seite. Ich will schon mal ein paar Teepflanzen mitnehmen. Gibt es auch ein paar mehr Steine. In der Wüste gibt es ja auch eine Stadt. Ich hätte jetzt natürlich auch der Straße folgen können in der Wüste. Da gibt es bestimmt auch ein Buch zum
Zum Bau einer Schmiede. Oh, da sind auf jeden Fall schon mal ein paar. Crossbow-Bolts. Zack. Bei. Oh, drei Stück. Aber ein paar kriegen wir noch hin. Eine Ersatzaxt soll ich mir vielleicht auch schon mal machen. Ich mache hier ein bisschen was weg. Wäre vielleicht cool, wenn man hier an der Seite noch so eine Favoritenliste hätte, wo man sagen könnte, ach, cool, das baue ich immer oft und dann zack, 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 zack. Und es mal schneller gebaut. Oh, ich habe Handschuhe. Holz verarbeite ich mal gleich. Boah, 400. Nicht schlecht. So. Das ist doch schon mal. Damit können wir doch schon mal was machen. Ich brauche natürlich noch viel mehr Federn. Da war übrigens ein Nest. Da ist nichts drin. Das ist schade. Ja, man sollte auch vorher die Waffe laden. Boom. Meisterschütze unterwegs. Incensort. Wo, wo, wo? Mist, das war's nicht. Shit. Bleib doch mal stehen, Junge. Was für ein ätzender Zombie. Okay, ich habe mal ein bisschen Land einwärts. Noch ein paar Nester. Ein paar Federn, sehr schön. Ich doch direkt mal wieder. Ach, er ist auch fertig. Dann noch machen ein paar hinterherkloppen. Jetzt fehlen mir natürlich Sticks, aber Sticks, das ist kein Problem. Sticks machen wir eben, indem wir mal hier. Ja, 400 reicht. Fürs Erste, natürlich. Brauche ich erstmal wieder Steine und Federn. Federn als Steine. Moment, habe ich hier gut Steine. Aber mit den Federn da, das ist ein bisschen wenig. Chrysanthemen nehmen wir auch mal mit. Auch wenn die ein bisschen, ja, unnütz sind. Ah, da ist er wieder, der Meisterschütze hier. Ja. Wenn ich mir jetzt noch merke, wo ich die Leute umgeschossen habe, damit ich die auch looten kann. Ach, hier hinterm Baum. Die Nurse. Ey, nix dabei. Was ist das denn hier? Leute, das ist aber mal schwach hier. Schwach, schwach, schwach. Der andere Kasper war am Ufer. Ach, da liegt der Fette.
Da ist der Fettsack. Und der hat Waffen, das ist gut. Sogar mit Muni. Alter. Eiserne Notreserve hier, die Waffe. Ich glaube, ich habe noch nie bei so einem fetten direkt eine Waffe gehabt. Shit. Cheater. Wow, wow, wow. Jetzt ist aber gut hier, Leute. Gleich mal ausprobieren. Arsch. Ey, hallo? Ey, so eine Patrone, die hat ja weniger Kraft als ein Schuss im Nacken, ey. Bitte. Ist doch schon wieder hier. Kriecherarmee. Stirb! Ey, ich glaube, ich bleibe lieber bei der Armbrust. Ach, scheiß Knochen. Knochen kannst du behalten. Hier, tausche Knochen gegen Alkohol. Oh, tschüss. Okay, dann. So, bis jetzt ist noch keine Straße aufgetaucht. Ich hoffe, das wird noch was mit der Straße. Ja, immer diese leeren Nester hier, Mensch. Wo sind denn die Vögel? Ah, hier ist schon wieder ein anderes Biom, wa? Ich habe Wüste auch schon vorbei. Wo laufe ich denn? Ach, ich laufe. Wo komme ich denn her? Da komme ich her. Dann bin ich runtergegangen. Hier, Wüste, Wüste, Wüste. Hier ist wieder Arschgebiet. Hier gibt es gar keinen Weg rüber zwischen Wüste und Grün. Ja gut, dann schauen wir mal hier weiter. Mal dieses ganze Gras hier. Ich wünsche mir ein Rasenmäher. So eins zum drauf rumfahren als Fahrzeug. Und dann hier einmal durchmähen. Ach shit, das ist so einer. Platz. So ein Runner. Spucker. Patzer. Fängt ja schon gut an hier. Ja, nächste Staffel gehen wir dann auf Survivalist, dann spawne ich wahrscheinlich direkt neben dem Spucker und muss weglaufen oder ihn mit bloßen Händen erwürgen. Ja, so, wir nähern uns auch dem Ende der ersten Folge der zweiten Staffel und ja, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr jetzt überhaupt dabei seid und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, vielleicht ein nettes Kommentar auch noch. Und ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr mir ja Kritik da lassen, was ich denn besser machen kann. Und in der nächsten Folge seht ihr, ob ich die Zombies auch noch umschießen kann, bevor sie mich sehen, oder ob ich vorher gesehen werde.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.